Hallo, liebe Freunde, und ganz herzlich willkommen hier zu einem neuen Bloomberry Draft auf meinem süßen kleinen Kanal. Ich bin Mattes, euer Blueberry Badger, und ich muss meinen Avatar wohl mal aktualisieren auf den neuen DAX, aber ich habe mir noch nicht angeschaut, wie das geht. Kümmern wir uns jetzt mal um die Karten hier. Wir bekommen als Mythic Kitza Otterball Elite 2 Mana 1-3er Vigilance Prowess. Mit Tap, Draw a Card, then Discard a Card und 2 Tap, Copy Target Instant or Sorcery Spell you control. You may choose new targets for the copy. Activate only if Kitza's power is 3 or greater. Das heißt, theoretisch mit dem Prowess musst du also schon 2 oder musst du quasi den zweiten Instant oder Sorcery auf dem Stack haben und dann noch 2 extra bezahlen. Das ist also ein bisschen schwierig zu triggern, aber die Tapfähigkeit ist einfach gut, sich durchs Deck durchzuziehen. Und ansonsten hätten wir hier auch super solide Karten mit Hunter's Talent, Honor Dray Leader, Take Out the Trash. Wahrscheinlich Hunter's Talent so die beste Karte von dem, was ich jetzt weiß. Aber ich meine, Otter Time, ne? Also vielleicht bekommen wir ja ein schönes blau-rotes Otter Instant und Sorcery Deck zusammen. Ich hätte ziemlich Bock drauf. Aber schauen wir mal, schauen wir mal. Gossip's Talent. Kommt mir nicht so super stark vor. Ich meine, wie alle, klar, es hat viel Value, wenn du alle Level benutzen kannst und so, aber du modern Limited muss man eher Sachen machen, die ein bisschen mehr Board Impact haben. Von daher bin ich nicht der größte Fan. Das ist wahrscheinlich auch okay, ne? Consumed by Greed. Head of the Homestead ist richtig gut. Nicht übersehen. Vanishing Light ist ein bisschen leichter zu casten als das Consumed by Greed, muss ich zugeben. Und da... Ach, ich will es trotzdem lieber. Schnell umentschieden. Ja... So oder so ein guter Removal-Spell. Das hier ist auch Instant Speed. Und ich hätte, wenn wir jetzt kein Otter-Deck bekommen, hätte ich auch Lust halt auf ein schönes Rattendeck. Blau-Schwarz wären Ratten. Und wir könnten jetzt hier einfach einen Saver mitnehmen und hätten einen soliden Removal-Spell, der noch ein bisschen extra Value macht. Das ist natürlich im Eichhörnchen-Deck besonders gut, weil du dann das Food auch noch foragen kannst für oft so eine ganze Karte an Value. Rabbit Gnaw wäre halt auch, ehrlich gesagt, nicht schlecht. Wir könnten auch ein 180 machen und zum Harvest Ride Host Karnickelchen übergehen. Alles möglich. Jetzt hatte ich mich nicht ganz schnell genug entschieden, aber das ist auch nicht schlimm. Bramble Guard Captain ist relativ gut. Zwar sind die Statuswerte nicht überragend, aber die Fähigkeit ist ziemlich gut. Und triggert auch Valiant für deine ganzen Moisies. Overprotect ist ein hervorragender Combat-Trick, macht alles, was du willst von einem Combat-Trick. Große Statuswerte, Trample, Hexproof, Indestructible, alles, was du willst. Kannst du für so viele Situationen benutzen. Sehr gut. Heirloom Epic fürs Karnickel-Deck. Wir können uns auch einfach einen Tempest-Angler mitnehmen. Der sollte sich in Blau-Schwarz auch ganz gut spielen, auch wenn wir da Blau-Blau für den bezahlen müssen. Es ist natürlich auch noch nicht das letzte Wort gesprochen hier, welche Richtung, zu welchem Deck wir jetzt eigentlich gehen. Hätten hier 2 Draw-2s mit Dire's Sight und Pearl of Wisdom zur Auswahl. Ein bisschen besser ist wahrscheinlich der Barknuckle-Boxer hier. Und wir bleiben weiter offen für halt ein grünes Deck. Klar. Kann man machen. Ist wahrscheinlich eine deutlich bessere Karte, muss man schon sagen. Und ist ja halt auch sowas wie ein Signal. Vielleicht
wollen die ja einfach, dass wir Karnickel spielen. Meine Güte, Intrepid Rabbit nochmal. Ich hatte den eben gar nicht erwähnt, aber es ist ein wirklich guter Hase. Könnten auch einfach mit Hazels Nocturne weitergehen, aber wenn die ganzen Rebels hier fließen, vielleicht sollten wir zuschlagen. Jetzt bin, hoppala. Jetzt bin ich aber. Eieiei. Grün, Schwarz und Rot. In allen von diesen Farben sind noch gute Karten hier. Ich mag den Ambusher. Ich mag die sogar. Ist eine sehr, sehr flexible Karte. Pathmaker ist schön. Cash Grab ist nice. Das Einzige, was ich nicht will, ist diese Eidechse da. Aber was soll's. Jetzt sind hier auch noch 1 Million blaue Karten. Was machen die Leute? Also solide blaue Karten. Vor allem hier Dire Downdraft, würde ich sagen. Ist ganz brauchbar. Sticky Tongue Sentinel, auf jeden Fall eine solide Füllerkreatur und im Froschdeck vielleicht sogar ziemlich gut. Ich denke mal, die Paw Patch Formation mag ich hier auch gerne. Mal schauen, ob wir sie main decken, aber ich habe nicht unbedingt was dagegen. Noch ein Pathmaker, aber die sind doch gut, oder? Vertue ich mich da? Ich glaube, das ist eine gute Karte. Weiß ist aber dann doch nicht wirklich weiter geflossen. Könnten mit Harvest vielleicht einfach ein bisschen Setup haben für ein Multicolor-Deck noch, wenn wir wollen. Die Karten sind mir nicht wichtig. Grotto ist okay für Multicolor. Intimidator, High Stride. High Stride mag ich wirklich nicht. Mal schauen, ob wir den Intimidator spielen wollen, aber. Ja. So. Mal kurz, bevor wir uns jetzt die Karten angucken, nochmal einen Blick werfen hier auf das Deck. Ja, fast sozusagen. Ich meine, die meisten Karten haben wir in Schwarz und Grün für die Eichhörnchen. Ich meine, ich mag die Eichhörnchen, wie gesagt. Jetzt sind hier natürlich auch noch ein paar schöne Instants und Sorceries oder also blau-rote oder blau-schwarze Karten am Start. Das ist auch ziemlich gut, Ember Heart Challenger. Ich weiß nicht so richtig, wo wir hier hinfallen momentan. Ja, ich schätze mal, das ist zumindest eine Karte, die hier am meisten pushen kann. Aber ja, wir könnten ein bisschen mehr Richtung jetzt bekommen hier mit Vinereap Mentor oder A Gate Assault. Guter Removal Spell oder eine einfach hervorragende Value-Karte fürs Eichhörnchen-Deck. Oh, ich meine, vielleicht haben wir schon ein paar Karten gehen lassen dafür, aber Eichhörnchen sind definitiv noch. Eichhörnchen stehen auf dem Speiseplan, würde ich mal sagen. Okay. Das ist jetzt alles nichts besonders Feines. Bonebind Orator ist Füller. Bumbleflowers Sharepot ist Füller. Für die Eichhörnchen-Decks. Haben wir denn drei Kreaturen? Vielleicht sollten wir uns einfach eine Kreatur nehmen, damit wir genug Two-Drops haben. Ist ja jetzt nicht das Dümmste. Welche Tokens haben wir? Wir haben nur, wie ich es mir gedacht habe, nur Food-Tokens. Naja, weiß nicht, ob das dann unsere Karte ist. Wahrscheinlich eher Nocturnal Hunger, weil es einfach ein solider Removal ist. Drei Mana mit einfachen Mana-Anforderungen, nur ein einfaches Schwarz, Destroy Target Creature.
kannst Food verschenken, wenn du willst, oder ein bisschen Schaden nehmen. Das ist gut genug. Okay, Hazard Root Herbalist. Nicht dumm. Könnten wahrscheinlich auch den easy splashen, aber der ist jetzt nicht so krass, wenn du nicht Threshold leicht aktivieren kannst. Root Weaver, um uns noch leichter zu machen, zusätzliche Farben zu spielen, definitiv eine Möglichkeit. Das hier mag ich aber auch echt gerne. Wir wissen noch gar nicht, ob wir Multicolor spielen wollen und haben sogar schon ein bisschen Setup dafür. Oh, hier ist noch ein Tempest Angler. Blau-Rot hätte wahrscheinlich auch noch funktioniert. Jetzt sind hier wieder auch ein paar gute Kaninchenkarten. Also grün-weiß Kaninchen hat definitiv auch einiges zu bieten. Aber dann ist es für uns vielleicht einfach der Corpseberry Cultivator. Kann ohne quasi Mana wiederholt foragen, was nicht immer super ist, aber wenn man ein bisschen Self-Mill hat oder viele Karten, die Food zusätzlich erzeugen, wie wir das haben mit Savor und Vine Rip Mentor und sowas, dann kann die Karte wahrscheinlich ganz gut performen. Galewind Moose mag ich extrem gerne. Oh, ich habe ein bisschen zu spät mir da die Mythic angesehen. Die hätten wir wahrscheinlich easy splashen können. Der Elch hat mich abgelenkt. Ich mag den echt gerne. Einfach nur Statuswerte und Keywords, aber das ist doch schön, oder? Das auch nochmal zu haben. Immer Agate Assault könnten wir. Wir könnten hier irgendwie so ein bisschen Value splashen mit Pathmaker und Assault, wenn wir wollen. Wenn wir wollen, wie gesagt. Den hatte ich schon mal im Eichhörnchen-Deck gespielt und fand, dass der ganz gute Ergänzung gegeben hat. Aber wir könnten auch mit Mudflat Village einfach, hey, ja, natürlich bin ich noch hier. Noch ein Corpseberry Cultivator. Ja, jetzt haben wir den Moonrise Cleric bekommen, ist schon in Ordnung. Hier, ich denke mal, nehmen wir den Shareport. Das ist eben noch eine zusätzliche Möglichkeit, so ein bisschen Food zu bekommen, plus ein Zusatzeffekt. Ob wir das brauchen, können wir am Ende von Pack 3 abschätzen. Zoraline wäre auch was, was wir splashen können. Ja, ich meine, das ist schon ziemlich gut, was die macht. Wir haben halt auch fantastische Alternativen mit Honored Dray Leader, den wir mittlerweile ganz gut triggern können, schätze ich mal. Vine Reap Mentor noch einen zweiten. Super Value, Treetop Sentries, Saver, die auch gut zusammenarbeiten. Head of the Homestead Pawn Prophet, selbst der Uncharted Haven hier wäre solide. Also, wow. Das ist wirklich alles, was wir wollen. Aber ich schätze mal, wir nehmen Zoraline noch dazu. Weil die ist wirklich nicht so schwer zu splashen für uns. Und zusätzliche Flieger sind gut. Und die Fähigkeit von Zoraline ist ja auch klasse. Selbst wenn du nicht so viele Bats hast in deinem Deck. Treetop Sentries oder noch ein Saver. Was auch gut wäre. Aber ich glaube, wir wollen noch mehr Eichhörnchen. Noch mehr Forage, noch ein bisschen. Also noch mehr Forage Payoff quasi. Und dann natürlich wollen wir auch noch ein paar Karten, die uns Food geben oder Karten in den Friedhof legen. Schön, 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 ja. Mabel können wir hier nicht mitnehmen. Stasia Mentor ist, ja. Ein bisschen zu hohe Mana-Investition dafür, dass der Impact dann nicht so riesig ist. Ist natürlich eine solide Karte, aber halt, die würde ich dann halt in, wenn ich Fledermäuse spiele, schwarz-weiß eher nur reinpacken. Die muss ich hier nicht splashen. Heart of the Homestead wieder wäre eine gute Karte, aber ich glaube, wir wollen einfach das Baker's Bane-Duo. Das ist so ein bisschen wie Savor bei uns im Deck, ne?
Nur halt die Kreaturenversion davon, würde ich sagen. Ich finde es gut. Noch eine hervorragende Setup-Karte mit Cash Grab. Auch wenn Oak Hollow Village wahrscheinlich auch ziemlich gut ist. Aber ich glaube, Cash Grab ist einfach so. Das ist einfach die Eichhörnchenkarte. Die gibt dir quasi zwei Möglichkeiten zu foragen. Mit den drei zusätzlichen Karten, die in den Friedhof gewandert sind und dem Food Token, was du meistens machen solltest damit. Jetzt haben wir also zwei Cash Grabs und dazu einige Forage-Karten. Das ist so ein bisschen die Idee hier, ne? So ein Poliwollop, damit wir noch eine Removal-Option haben. Auch wenn wir keine Frogs haben, wo es dann ein bisschen teuer ist. Aber das schauen wir uns dann mal am Ende noch an. Clifftop Lookout, auch eine echt gute Karte. Wir könnten uns auch einen dritten Copsberry Cultivator mitbringen, aber wollen wir das? Ich glaube, wir wollen gerne noch den Lookout haben. Der gibt einfach so gutes Value. Bringt uns in Richtung der Galewind Moose. Wenn wir so teure Poliwollops spielen wollen, sind wir froh mit dem. Okay, und wir haben wieder die gleiche Auswahl. Ich glaube, diesmal nehmen wir uns den Copsberry Cultivator mit. Weil zu viel Ramp brauchen wir ja auch nicht. Wir sind ja an sich kein teures Deck. Und der Clifftop Lookout kann ja nicht gezielt suchen nach Ländern. Also hilft uns nicht so einfach dabei, Zoralene zu splashen. Dire Sight, Sunshower, schauen wir mal am Ende. Oh, und Vine Reapmentor ist einfach zurückgekommen. Selbst Stargaze oder Saver wären ja auch noch solide Optionen oder Uncharted Haven. Aber ein Vine Reapmentor Pick 9, das war natürlich das, worauf wir gehofft haben in dem Pack, dass wir da noch was Tolles zurückbekommen. Aber ja. Wow. So, Heart of the Homestead oder Early Winter. Alles möglich. Ich glaube fast, dass wir mit Head of the Homestead ein bisschen besser laufen. Und wir bekommen hier noch einen Early Winter. Sehr schön. Na, denke ich mal, haben wir noch einige Sideboard-Optionen, wo ich auch durchaus froh mit bin. Aber es wird wie immer dann schwierig, noch die restlichen Karten hier rauszuwerfen. Was wollen wir denn nicht haben? Wahrscheinlich können wir auf den Thornplate Intimidator verzichten. Red Rogue hat keine Synergien bei uns. Mild uns nichts. Oder sonstiges. Ist gutes Value im Late Game. Aber nichts, was ich irgendwie notwendig finde. Vielleicht wollen wir Dire Sight, vielleicht auch nicht. Removal Maze sind wir mit. Brauchen wir kein Early Winter. Das können wir auch eigentlich direkt rausnehmen. Ich mache das mal so und dann schaue ich mal, ob mir das gefällt. Das wären jetzt nur Karten, wo es mir nicht schwer fällt, die rauszutun. Der Herbalist ist jetzt auch nicht krass, ne? Aber also, weil wir keine Creature Tokens haben, außer durch Head of the Homestead. Ich auch, glaube ich, wirklich Spiele. Es drei Buddies für 5 Mana, das ist einfach solide. Also ich will jetzt nicht, nur weil ich die dauernd erwähne, will ich jetzt nicht, dass ihr denkt, dass ich die für die krasseste Karte aller Zeiten halte oder sowas. Sie gibt dir keine Optionalität, ne? Also die hat nicht noch irgendwie einen 3-Mana-Modus. Weißt du, man könnte sich jetzt auch die Karte vorstellen, du kannst als 3-Mana 3-2er ausspielen oder als 5-Mana 3-2er mit 2-1-1ern oder sowas. Oder andere Sachen. Ne? Ist jetzt auch nicht die beste Common aus dem Set, aber ich habe super gerne eine davon im Deck. Wie gesagt, gibt dir so viel Value. Ja, die Cash Grabs sind nice. Pawpatch Formation. Wir spielen Best of Three. Wir könnten sehr leicht einfach. Verzeihung. Wir könnten sehr leicht die einfach aus dem Sideboard reinbringen, wenn es sich anbietet. Aber können Sie auch einfach mal Main decken und schauen, was passiert.
Wir haben mit Cash Grab und den Winery Mentors insbesondere gutes Setup, aber auch das Baker's Bay Duo und das Savor, das wir wahrscheinlich ja auch mal in Zug 2 spielen können, sind ein schönes Setup. Ich meine, Cash Grab willst du so ein bisschen oft warten, bis du schon ein Eichhörnchen gespielt hast. Also ist nicht immer in Zug 2 unbedingt. Aber dann hätten wir immer noch Baker's Bay Duo und Winery Mentor, die halt mega gut sind, wenn wir die auf 2 spielen, weil wir eben ein Eichhörnchen und ein Food sofort bekommen und dann direkt halt anfangen können, daraus Vorteile zu ziehen mit unseren Corpseberry Cultivators oder den Treetop Sentries später. Wir haben Moonrise Cleric und Zauralin, um so ein bisschen uns zu unterstützen mit der in der Luft, dass wir halt auch ein bisschen in der Luft angreifen können, weil ansonsten ist unsere Win Condition ein bisschen schwach, ne? Wir können wahrscheinlich gut grinden, aber wie gut sind wir da drin, Schaden durchzubringen? Wir haben halt zwei Dreier und 1-4er, 1-2er für 3 und sowas hier drin, 2-4er hier. Karten, die jetzt wirklich gut angreifen können, ne, haben wir jetzt eben nicht so viele. Unsere Fledermäuse, die wir dazu spielen, ja gut, die sind wahrscheinlich gar nicht so schlecht als Early Threats halt, ne, aber die gewinnen ja jetzt nicht alleine ein Spiel. Die bringen mal ein bisschen extra Schaden durch. Keine verkehrten Threats, aber wie gesagt, ohne die Flieger würde hier definitiv was fehlen. Die Cultivators können natürlich spät groß wachsen und vielleicht dann noch mal was tun, aber kann mir definitiv vorstellen, dass wir ein bisschen damit strugglen, das Spiel zu beenden. Hoffentlich kann die Galewind Moose da auch noch mal helfen. Ja, das wäre jetzt meine Idee hier. Ein Plains, definitiv mehr würde ich auch nicht spielen, damit wir das mit Heaped Harvest raussuchen können. Oh, wir haben gar keinen Maulwurf mehr bekommen, für mehrfarbig zu spielen, aber ist auch okay. Ich hätte wahrscheinlich sehr gerne noch diese blau, grün, schwarze Mythic oder Rare oder was mitgenommen. Das wäre wahrscheinlich schlau gewesen. Was war es statt der Moose, ne? Hätte sein können, dass das unser Deck ein bisschen verstärkt hätte, aber wird schon gehen. Wir haben ein paar nette Sideboard-Optionen. Wenn wir mehr Removal brauchen, haben wir Early Winter und Bumbleflowers Sharepod. Wenn wir noch mehr Kreaturen brauchen, haben wir Theo oder mehr Late Game brauchen. Irgendwie haben wir sowas wie den Thornplate Intimidator. Mehr Early Game können wir nicht wirklich geben, aber das ist unser Hauptdeck. Schaut euch mal diese ganzen 2- und 3-Mana-Karten an. Ich sage immer wieder, das ist der wichtige Teil vom Deck. 2- und 3-Mana-Karten und da liefern wir ab. Und in einem Matchup, wo was sich sehr hinauszieht, haben wir mit Direside vielleicht noch ein bisschen mehr Card Draw zur Verfügung. Obwohl ich definitiv auch sehen kann, dass wir uns selbst millen. Beziehungsweise halt, eben, wie ich schon gesagt habe, das Spiel nicht beenden, bevor wir quasi decktot sterben. Das könnte uns passieren. Ich habe nicht wirklich was, um das zu verhindern. Und das ist okay. Man muss auch einfach damit leben, dass das Deck nicht nur Stärken haben kann. Mit Uncharted Haven, Hidden Grotto und Plains haben wir drei weiße Quellen oder mögliche weiße Quellen in unseren Ländern. Eine zusätzliche Quelle durch Heaped Harvest oder halt Gelegenheit, es auszuspielen. Ja, das muss reichen. Was ein bisschen blödes ist, dass wir nicht so leicht Zauralin ausspielen und triggern können, weil wir dafür zweimal weiß bräuchten. Das wird vermutlich nicht oft passieren. Aber damit müssen wir halt leben. Gut.
Joa, wie gesagt, ich denke mal, das Deck hat seine Schwächen nicht genug ausgebügelt, um verlässlich gewinnen zu können. Aber wir sollten immer eine faire Chance haben. Wir haben viele 2- und 3-Mana-Karten, auch teilweise sehr effiziente. Ja, gesagt, uns würde noch so ein bisschen eine Möglichkeit helfen, Kreaturen zu verstärken. Im Late Game ein bisschen mehr zu machen. Ne? Eine von diesen starken Klassen zum Beispiel hätte hier geholfen. Eine haben wir ja auch früh gesehen. Hätte ich wahrscheinlich da auch noch nehmen können und wäre jetzt ziemlich froh. Aber ich hatte ja am Anfang, wir haben ein bisschen Zeit gebraucht, bis wir in die Eichhörnchenfarben reingefunden haben. Wäre ich da früher schon offen für gewesen. Wie gesagt, hätte das Deck noch besser sein können. Aber man weiß ja nie genau, was kommt. So, dann starten wir mal rein und ja, schauen wir uns das Ganze mal an. Bis gleich. Runde 1 am Start. Wir möchten wahrscheinlich gerne zuerst spielen und eventuell eine Hand, wo wir Cash Grab auf 2 spielen wollen, einfach nur um ein Land zu bekommen. Kriegen keinen extra Food Value. Wir könnten es auch zurückschicken, aber ich denke mal, wir brauchen halt einen Swarm noch für den Moonrise Cleric. Wir haben noch einen Saver und wir haben Zorlin und Moose, unsere vielleicht stärksten Karten auf der Hand. Ich denke, dem können wir mal einen Versuch geben. Ist nicht super die Hand, muss ich schon sagen. Wir hätten lieber eine 2-Mana-Kreatur hier. Zorlin Runde 3 wäre aber jetzt eine Möglichkeit. Das ist natürlich cool. Vor allem, weil wir vorher Cash Grab aktiviert haben. Allerdings sehe ich natürlich auch, die Gegenseite spielt rot-rot. Oh, wow. Und ja. Doppelgrün oder Doppelschwarz. Ich brauche beides. Nur brauche ich noch kein Doppelschwarz. Ich habe aber schon die Gale Wind Moves und das ist ein Grund, um dann einen Forest zu nehmen. Copsberry Cultivator könnte man ausspielen und sofort foragen. Was ich hier machen werde, ist ein paar Moonrise Cleric zu spielen, weil ich hier einen Removal Spell erwarte von der Gegenseite. Kindle Spark, du. Kein Removal von der Gegenseite gesehen. Und dann. Wir haben aber auch leider keine Kreatur im Friedhof für. Es ist Non-Land Permanent allerdings. Wir könnten also sogar die Heaped Harvest zurückbringen mit Zorlin. Okay, das ist sehr cool. Wollen wir das probieren? Wahrscheinlich schon. Es ist nicht super unwahrscheinlich, dass die Gegenseite sich ein Removal Spell aufgehoben hat, für nachdem sie Kindle Spark Duo ausgespielt hat. Sieht aber nicht so aus, sonst hätte die das wahrscheinlich jetzt schon gemacht. Dann bin ich ja froh. Wir könnten mit Saver den Squire erledigen oder mit Nocturnal Hunger. Wenn wir Saver einsetzen, können wir Copsberry Cultivator noch dazu nehmen. Und direkt triggern. Das ist natürlich viel besser. Ja, dann machen wir das. Ah ne, können wir nicht. Ah, Quatsch, weil wenn wir Saver, müssen wir ja spielen quasi Post-Combat, nachdem. Und wenn wir Zorlin aktivieren, dann müssen wir den Trade zulassen, was auch nicht super ist. Na gut. Aber ist schon okay. Wir können ja diese Runde mit einfach foragen, indem wir unsere unbrauchbaren Karten aus dem Friedhof entfernen. Ja, wir machen gut Druck, aber das liegt halt auch eben einfach daran, dass wir unsere beiden Fledermäuse halt früh. Oder direkt hatten und spielen konnten. So, Gegenseite
blockt natürlich, wie es richtig ist. Ja. Ja, wir haben die Moose, falls wir das nächste Land ziehen. Wir haben den Nocturnal Hunger für eine weitere Kreatur, die uns den Weg versperrt. Noch ein Kindle Spark, du. Cool. Also das war das, was ich eigentlich gerne machen wollte. Haben wir jetzt nicht bekommen, aber naja, ist halt so. Gut. Ja, und jetzt können wir dick angreifen, mal was zurückholen, wenn wir wollen. Oder Nocturnal Hunger offen lassen. Effizienter wäre es, Head of the Homestead auszuspielen, aber... Ja. Ich denke mal, ich lasse hier das Value nicht so gerne auf der Wiese liegen. Okay, die Gegenseite hat aufgegeben. Aber naja, die Gegenseite könnte gut Druck machen. Wie gesagt, ich würde liebend gerne sehen, dass dieses Deck abgeht. Ich würde es vorziehen, wenn ich das wäre, der dieses Deck, bei dem dieses Deck abgeht. Aber ich wäre auch auf jeden Fall bereit, hier eine Niederlage einzustecken. Also nicht, dass ich deswegen jetzt schlechter spiele, damit die Gegenseite ihr Ding abziehen kann. Aber ich wäre nicht traurig drum, wenn in einem harten Match die Gegenseite mich mit ein paar Kindle Spark Duos ausbrennt. Schauen wir mal, was geht. Gegenseite wird ihre Flieger wohl sehr zu schätzen wissen. Unwissend, dass wir einfach nur zwei Flieger im Deck haben und die beide gezogen haben. Ja, unser Deck hat aber echt gut funktioniert. Den Cultivator konnten wir direkt schön sich vollfressen lassen. Yum, yum, yum. Ja, wir haben einen Flieger, zwei Kindle Spark Duos gesehen, wenig Instants und Sorceries, die aber da sein sollten. Also Karten, die uns selbst Leben verlieren lassen oder sehr teure Removal Spells sind, vielleicht nicht das Beste hier. Wahrscheinlich ist unser Deck gut, wie es ist. Ein bisschen schade, weil Saver kann halt die Kindle Spark Duos nicht entfernen, wenn wir halt Probleme mit denen haben. Und auch Consumed by Greed ist da sehr unverlässlich. Aber halt Polywallop und Nocturnal Hunger sind da immer noch gut genug. Ja, ich denke mal, wir haben ja auch noch das ganze Food und so. Wir sollten wahrscheinlich nicht zu viel Angst davor haben, dass wir ausgebrannt werden, so einfach. Ja, ich meine, ist gut, oder? Also, noch ein Land nachziehen ist nicht so gut, aber haben wir immer noch eine tolle Kurve quasi. Thunder Trap Trainer. Ekelhaft. Einfach eine zusätzliche Karte gezogen. Und ist eine... Nee, ist keine Prowess-Kreatur, aber... Okay, man kann aber für 6 Mana quasi 2 davon bekommen, was schon ziemlich gut ist. Finch Formation ist in Ordnung. Barknuckle Boxer ist auch in Ordnung. Forage. Counter. Angriff. Sehr schön. 6 Schaden auf eine Kreatur. Vielleicht wollen wir es nicht zu einfach der Gegenseite machen, uns hier mit Conduct Electricity abzuziehen. Ich könnte Cash grabben. Klar, warum machen wir das nicht einfach? Noch Barknuckle Boxer in der Hinterhand. Oh, Consumed by Greed ist weg. Uncharted Haven für unsere weiße Quelle oder als weiße Quelle.
Ja, ich würde gerne diese Karten entfernen. Ob ich ein weiteres Mal forage oder ob ich halt noch einen Fruit aufgebe für den Cultivator, ist eine andere Frage. Bark, Knuckle, Boxer. Valley Floodcaller, okay, der hat, glaube ich, auch einiges auf dem Kasten, ha. Huh? Ja. Okay, aber die Gegenseite hat keine anderen Kreaturen. Kein andere, weiteren Kram. Keine Non-Creature-Spells, keine Länder. Das heißt, da müssen wir jetzt profitieren. Jetzt sofort. Indem wir das ausspielen auf White, davon wusste die Gegenseite, wir greifen mit allem an. Wir foragen hier tatsächlich nochmal, weil die Gegenseite noch so weit davon weg ist, Conduct Electricity zu spielen. Greifen mit allem an und für irgendwelche Mehrfachblocks haben wir Poliwollop. Barknuckle Boxer wird indestructible, wenn wir 4 expanden. Was wir jetzt einfach easy machen können. Das heißt, dann kriegen wir quasi zwei Kreaturen für eine Karte. Schöner Two-for-One für uns. Die Gegenseite hängt sehr weit zurück. Wir haben aber auch keine Action mehr. Also wenn die Gegenseite noch irgendwie stabilisieren kann. Puh, was nicht der Fall war. So haben wir es geschafft. Ja, das waren ein bisschen zu viele so random Kreaturen und. Wir haben tatsächlich die Gegenseite keinen einzigen Instant- und Sorcery-Spell ausspielen sehen in den beiden Spielen jetzt. Aber vielleicht lag das einfach daran, dass die Gegenseite ungünstig gezogen hat. Oder es ist ein strukturelles Problem im Deck und der Gegenseite fehlen so ein bisschen die billigen Instants und Sorceries. Ja, ne, da gibt es einen, irgendwie Kreatur kriegt Trample bis zum Ende des Zuges, Draw Card. Für ein Mana, sowas ist da nice. Oder einfach ein billiger Removal-Spell für zwei Mana. Sowas brauchst du. Schon definitiv gefährliche Kreaturen gehabt, auch schönes Value und so, aber hat hier natürlich einfach nicht gereicht, weil die Gegenseite Mana screwed war. Jo, wie gesagt, wäre aber auch knapp geworden bei uns. Dann ja, nehmen wir natürlich gerne hier den Sieg für die kleinen Naga. Ja. Wir haben auch gegen Naga. Oder sind Otter Naga? Nee, sind sie nicht, ne? Sind einfach Raubtiere. Wer weiß. Könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben. Und jedenfalls, die Eichhörnchen haben den Sieg an sich gerissen. Und wir machen weiter. Bis zur nächsten Runde. So, hier sind wir in Runde 2. Ich möchte wieder gerne anfangen. Und diese Hand ist sicherlich akzeptabel. Was ein bisschen schwieriger ist, bei der Hand zu entscheiden, ob wir den Haven auf schwarz oder auf weiß machen. Und was interessant an der Entscheidung ist, ist, dass halt ne, da zwei Faktoren in zwei völlig unterschiedliche Richtungen zeigen. Nummer 1 ist, warum wir das auf weiß machen wollen, ist, dass die Wahrscheinlichkeit viel höher ist, dass wir eine schwarze Quelle ziehen als eine weiße Quelle. Und was aber uns dazu führen würde, das für schwarz auszuspielen, wäre, dass die Wahrscheinlichkeit auch viel höher ist, dass wir eine schwarze Karte ziehen, als dass wir unsere einzige weiße Karte ziehen. So, und das ist natürlich jetzt das Tricksy hier. Wir haben keine schwarze Karte auf der Hand, von daher, ja. Kein Problem, erstmal so zu spielen. Und ich glaube, ich mache es deswegen auch auf Weiß, aber könnte natürlich, diese Entscheidung könnte zurückkommen, um uns in den Hintern zu beißen, wie man sagt. Aber wir haben hier ein Grotto gezogen, damit haben wir auch schwarzes Mana zur Verfügung, wenn auch ein bisschen teurer. Aber ja, das ist gut. Und ich mag einfach hier Two-Drop, der uns ein Food macht. Sehr schön. Persistent Marsh Stalker. Das ist eine Ratte, die aus dem Friedhof zurückkommen kann, ja. Die kenne ich.
Die wird auch traden können, egal was wir mit der, also auch wenn wir vier expanden hier, was wir eh nicht können, natürlich diese Runde. Hidden Grotto brauchen wir eigentlich auch noch nicht so dringend. Wir haben das Food für die Sentries in der Runde drauf. Das heißt, wir können mit der Grotto noch warten. Die kommt ja eh ungetappt rein. Ja, genau. Ja, also einfach nur Herbalist. Und jetzt könnten wir mit dem Duo angreifen. Die Gegenseite wird sehr, sehr wahrscheinlich traden, weil der Herbalist halt auch den Marshstalker aufhält. Aber ist egal. Ich glaube nicht, dass viel besser wegkommen mit dem Duo. Die Gegenseite blockt nicht mal. Interessant. Noch ein Marshstalker. Naja, die verstärken sich gegenseitig, die Radies. Dann ist der andere halt nur noch ein 3-1er. Wie gesagt, ich spiele nächste Runde garantiert die Treetop Sentinels. Sentries. So oder so, das ändert jetzt nicht viel, ne? Ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube, ich blocke den noch nicht. Okay. Corpseberry Cultivator sieht ehrlich gesagt gerade nicht gut aus für uns. Wo wir hätten Paw Patch Formation plus Cultivator direkt zur Verfügung. Ja. Für Runde 5. Ja, komm. Wahrscheinlich ist es nicht verkehrt. Food. Expand und dann einfach Angriff mit dem für 4. Gegenseite darf traden, wenn sie möchte. Dass sie sich gegenseitig pumpen, ist schon echt nervig, aber was soll's. Wir nehmen jetzt den Trade mit dem Herbalist. Und dann ist der andere Marshstalker vielleicht erstmal nicht mehr so gefährlich, obwohl die Gegenseite wird vielleicht auch weitere Ratten haben. Aber wie es sich herausstellt, anscheinend nicht schwarz-blau. Ich meine, möglich ist es immer noch, ne? Gegenseite erst nur Swamps gezogen hat und dann nur Plains. Oh, das ist eine super gefährliche Karte. Die müssen wir mit Paw Patch Formation erledigen. Ja, müssen wir jetzt machen. Das darf nicht überleben. Was wir aber machen können, ist ein Instant, ne? Was wir machen können, ist den Corpseberry Cultivator zuerst ausspielen. Ja, wir haben. Können nicht foragen, eine Karte im Friedhof. Und wir können hiermit nicht Draw Card, Create a Food Token machen. Wir müssen die Lunar Convocation erledigen. Aber wir machen das, damit wir 4 expanden können. Ja, wir können jetzt nämlich mit dem angreifen, wenn die Gegenseite blockt. Blub, blub. Dann ist das schlecht für die Gegenseite. Ja, das Expand vor, als ich das gesehen habe, dachte ich erstmal so, das führt
eher dazu, dass man halt vor dem Combat seine Kreaturen ausspielt, wovon ich kein Fan bin. Ich lieber mit vollem Mana in die gegnerischen Kreaturen angreife, selbst wenn ich nichts hab. Aber das kann man so oft als Combat-Trick quasi noch benutzen. Das mag ich echt gern. Die kannst du nicht am Leben lassen, die Karte. Glide Dive Duo, kein Problem. Ja, wir könnten mit Baker's Band Duo angreifen und wieder versuchen, unser Expand 4 Value zu bekommen. Wenn die Gegenseite. Ja, ich meine, ne, letztlich ist das natürlich dasselbe, wie wenn ich die reinflashe, um eine Kreatur davon aufzufressen. Was ja noch nicht mal klar ist, da die Gegenseite nicht wirklich gute Angriffe on board hat. Also sollte ich einfach mit dem angreifen. Wenn die Gegenseite mit dem Glide Dive Duo blockt, kann ich den Surprise bekommen. Selbst wenn ich jetzt hier keinen Ambush-Kill mit Galen Moose bekomme, ist das ja auch einfach eine Kreatur, die gerade äußerst relevant ist auf diesem Schlachtfeld, wenn die Gegenseite nicht so einen Nocturnal Hunger oder sowas hat. Starseer Mentor. Oh, Brody, das sollst du nicht machen. Ja. Wir haben jetzt tatsächlich aber wegen dem 3-5er auch keinen guten Angriff mehr, leider. Ja. Na, die Gegenseite kann einfach doppelt blocken mit denen. Ich habe da nicht besonders viel gewonnen. Das heißt, wir starren uns jetzt so ein bisschen gegenseitig an. Bin nicht besonders freut, da wir auch nicht mehr so viel. Was haben wir an Action, auf die wir uns freuen? Zhaurli natürlich. Tja. Jetzt sehr, sehr froh, wenn ich noch einen Combat-Trick oder einen Removal-Spell hätte, weil dann hätte ich schön mit der Moose angreifen können. Für schöne Profite. Oh, wow. Starforged Sword hatte ich bis jetzt noch nicht so richtig auf dem Schirm als besonders gute Karte, aber kann natürlich in einem Boardstall wie diesen. Sehr nützlich sein. Wir haben auch keine andere Karte, die das Schwert erledigen kann. Nee, haben wir nicht. Wie gesagt, irgendein Removal oder Trick wäre ja auch schon schön. Wie gesagt, ich weiß nicht genau, was die Jenseits sich mit diesem Angriff gedacht hat von dem Glide-Dive-Duo, aber wir nehmen es natürlich. Gehen auf 4. Was heißt, dass auch der Agate Blade Assassin für uns nochmal relevant wird? Ja, kein, nur mehr Länder für uns. Eieiei. Kann doch nicht sein. Ein Removal-Spell und wir wären hier voll im Business. Ja. Ist das so gut, den wegzu. Ich meine, jetzt, wie gesagt, wird es wahrscheinlich doch so enden, dass wir den Starseer Mentor wegtraden.
Also Gale und Moose gegen den Starseer Mentor. Aber ist okay. Wenn die Gegenseite jetzt hier für einen Trick aufgehoben hat und den gut einsetzt, dann schätze ich mal, kann sie das Spiel gewinnen. Das war aber nicht der Fall. Das heißt, wir sind noch drin. Aber eben das Starforge-Sword ist mittlerweile natürlich trotzdem ein Problem. So viel sollte klar sein. Vinereap Mentor hilft uns. Auf jeden Fall. Moment, wir haben... Ah doch, wir haben Recursion mit dem Consumed by Greed. Und das würde ich auch sehr, sehr gerne zur Verfügung haben. Und unser Bonebind Orator. Also diese Moose zurückbekommen wäre schon was, was mir relativ wichtig ist. Ich glaube auch eben, dass ich hier das Food foragen will für einen zusätzlichen Counter. Den Forage will ich auf der Hand behalten. Für irgendwelche Trigger. Der Starseer Mentor ist zwar nicht mehr da, aber könnte wiederkommen. Oder wir... oder uns stehen ähnliche Trigger entgegen. Okay. 5. Das heißt, ich kann so blocken. Und die Gegenseite kann nicht alles erledigen. Irgendwann wird die Gegenseite wahrscheinlich auch einen Instant Removal oder Trick ziehen und meine Multiblocks hier schlecht machen, aber ja, bis dahin. Das sind jetzt nicht die allerschlechtesten Trades, die ich bekomme. Also wir haben jetzt immer gegen 1 gegen 1 getradet. Der Fisch war ja quasi gratis. Also das ist nicht die beste Nutzung für das Sword, würde ich sagen, wenn du 1 gegen 1 tradest. Aber ist natürlich möglich. Der Copsbury Cultivator ist jetzt auch groß genug, um entweder anzugreifen oder alleine zu traden. Ich denke mal, ich sollte auf Traden hinauslaufen lassen. Ich hätte jetzt auch hier angreifen können, aber da bin ich irgendwie halt gezwungen, Doppelblock hier drauf zu machen. Die Gegenseite kann den Assassin triggern und falls sie dann irgendeinen Trick zieht, könnte mich das halt wirklich umbringen. Auch wenn ich theoretisch in 3-Turn-Clock androhe. Ja, genau sowas, dachte ich mir. Genau auf sowas hatte ich keinen Bock. Discard a card. Und ich kann leider nicht mal jetzt 3 Leben verlieren, weil der Gateblade Assassin mich sonst killt. Ja, und jetzt ist das Starforge Sword mit dem Kram da zu viel leider für mich. Also jetzt wird es wahrscheinlich untergehen. Das reicht nämlich nicht mehr aus. Was haben wir denn überhaupt noch an Forage-Karten im Deck? Haben wir überhaupt noch was? Noch 2 Copsbury Cultivators. Ja, das ist nicht egal. Autsch. Bark Knuckle Boxer. Oh je. Das hier ist ziemlich verloren, würde ich sagen. Ich kann nur noch furchtbare Blocks machen. Also ich weiß nicht, ich greife jetzt noch an. Ich block jetzt noch. Ich versuche irgendwie vielleicht noch zu gewinnen, aber es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, vor allem wenn die Gegenseite noch einen Zauberspruch, wenn das 2 Länder sind und wir in der nächsten Runde noch was ziehen, ganz, ganz vielleicht, aber es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass wir hier noch als Gewinner vom Platz gehen.
Ja, das war's für uns leider. Ja, ja, ne, das, da sieht man auch so ein bisschen, das ist das Problem, was wir haben, wenn wir nicht das Spiel beenden können, dass die Gegenseite von so Karten halt profitieren kann. Eigentlich finde ich die Karte echt nicht so gut, weil es halt so viel Mana ist, also du verlierst so viel Tempo dabei, diese Karte zu spielen und umzuequippen. Das ist es im normalen Limited-Spiel nicht wert, aber wir geben der Gegenseite halt die Zeit, ne? Man könnte fast über den nachdenken, weil der halt das auch noch killen kann. Obwohl Early Winter ist vielleicht genau das Richtige, weil dann haben wir was gegen dieses gefährliche Enchantment. Also wir könnten theoretisch in einer Runde mit Paw Patch Formation und Early Winter nicht in einer Runde unbedingt, aber in einem Spiel. Ah ne, Moment. Das ist beides nur Enchantment. Ist keine Option, ein Artefakt zu erledigen. Dann würde ich ja eher so gehen. Aber was werfen wir raus stattdessen, ist auch die Frage. Vielleicht den Clifftop Lookout. Hat so ein bisschen nicht so super viel zu tun bei uns. Also ist immer noch gut, aber wir müssen hier vielleicht für den Kampf ein bisschen speziell. Und es ist schon eine Schande, dass uns dieses Schwert erledigt hat. Vielleicht hätte ich jetzt mein Deck nicht deswegen ändern sollen, aber will das auf jeden Fall verhindern. Das ist ja normalerweise sehr riskant, so eine Hand zu behalten, weil wenn wir jetzt Länder nachziehen, wird es halt übel. Aber wir haben die Hidden Grotto, mit der wir nochmal surveillen können. Das ist fast, als hättest du so irgendwie ein Cartrust Bell hier auf der Hand. Weswegen das schon klar geht. Fangen wir an mit dem Forest. Eventuell mit Forest Swamp. Ich warte noch ein bisschen, aber vielleicht nicht allzu lange. Polywallop. Ich würde schon sehr gern was für nächste Runde ziehen, ha? Huh? Dann nehmen wir mal die Hidden Grotto jetzt. Ja, okay, das passt. Das passt. Ich meine, ist das die beste Karte im Moment? Sicher nicht, aber ist okay. Persistent Marshstalker. Nervig, aber kommen wir mit klar. Ist halt die Frage, wollen wir den jetzt traden, weil wir... Nee, wollen wir nicht, weil wir theoretisch, wir wissen noch nicht, was wir sonst ziehen. Nächste Runde wieder Polywallop plus quasi Indestructible von dem hätten. Das sieht sehr viel besser aus. Entweder jetzt weiß oder doppelschwarz besorgen. Wir können beides auch mit der Hidden Grotto machen. Dann nehmen wir mal eine Plains raus. Wie gesagt, ich würde jetzt vorziehen, 3 zu nehmen vom Marshstalker und nächste Runde halt entweder Head of the Homestead auszuspielen, die ja 1-1er gibt, die den Marshstalker super gut blocken können oder in den angreifen oder irgendwas mit Polywallop. Die Gegenseite kann natürlich auch einfach ihren besten Removal-Spell auf den 3-2er, 2-Mana 3-2er anwenden. Da habe ich nichts dagegen. Ist das schön, noch, dass noch neue Magic-Karten gedruckt werden, die nur 3 Wörter draufstehen haben. Cash Grab. Also mein Heart of the Homestead kann ja so oder so hier ziemlich fröhlich angreifen, obwohl dann auch der Assassin angreifen kann, wovon ich kein super Fan bin.
Fangen wir mal an zu graben. Okay, ich grab. Mentor oder Cultivator mag ich beide hier, aber der Cultivator lässt uns noch ein bisschen smoother unsere Runde spielen, indem wir die Heaped Harvest sacken können und damit noch ein Land raussuchen. Und jetzt greife ich gerne an mit der Head of the Homestead. Ja, normalerweise sollte man das lieber andersrum machen, aber ist okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dafür brauchen wir 7. Das heißt, ich halte mal den Forest auf der Hand. Brauchen wir gerade nicht im Spiel. Und es könnte ja sein, dass die Gegenseite uns jetzt wieder was abwerfen lässt oder so. Ich meine, ich nehme 3 Schaden, wenn die Gegenseite wieder diesen 4-Mana-Dudu da spielt. Da ist das Starforged Sword. Und genau deshalb war das ja so schön, dass wir den Shareport reingenommen haben und jetzt einfach sharen können. Und die Gegenseite hat uns sogar noch einen Fisch geschenkt dafür. Eins, zwei, drei. Drei. Ja, frisst dich schön satt und fett. Ja. Können wir mit beiden angreifen. Wenn die Gegenseite, also ich habe im Moment keine Angst davor, einen Angriff von Gateblade Assassin reinzubekommen. Das draint für 1, selbst wenn wir den nicht blocken können. Gott, kriegen wir 2 Schaden rein. Es ist, glaube ich, besser jetzt gerade von unserer Seite Druck zu machen. Die Gegenseite hängt noch ein bisschen zurück, was Mana angeht. Und wir haben noch einen Removal Spell, um uns einen weiteren Blocker aus dem Weg zu räumen nächste Runde. Und wir können den Cultivator noch schön dick füttern. Yum, yum, yum. Ach, ich mag den. Hat auch schöne Farben einfach. Also dieser ganze Style und die Farben. Aber das ist ja ohnehin das Schöne hier an dem Set. Caretaker's Talent auch eine wunderschöne ein wunderschönes Artwork. Liebe ich. Warum hat die Gegenseite einen Angriff gemacht? Ist sie jetzt nicht einfach tot? 8? Ja. Ist sie. Selbst wenn ich nicht mehr. Selbst wenn ich den nicht ausgespielt hätte und einfach nur foragen würde. Boom. Okay, aber noch mehr auch problematische Enchantments, obwohl ich habe gar nicht so viele Tokens von der Gegenseite gesehen, aber das heißt natürlich nicht, dass dann keine im Deck sind. Caretaker's Talent. Also... Ich habe fast den Eindruck, dass die Paw Patch Formation einfach besser ist. Wir können ja auch noch eine Fledermaus damit zerstören. Aber halt fast den Eindruck, dass wir auch noch den Early Winter reinnehmen wollen. Aber irgendwie werden das zu viele Removal Spells. Bin mir nicht ganz sicher. Man könnte auch Polywallop rausnehmen und stattdessen noch einen Early Winter rein. Ich schätze mal. Das ist in dem Matchup richtig, wenn wir 2 Enchantments gesehen haben, die wir gerne loswerden wollen. Ja. Vielleicht überreagiere ich auch damit. Ich überreagiere sicher nicht, wenn ich diese Hand zurückschicke. Die ist ja absolut furchtbar. Aber so ist das nun mal. Die Hand hingegen ist viel besser. Vorausgesetzt, wir ziehen noch Non-Lands nach.
Raven Raider. Moment, das ist ein Land. Ich habe gesagt, keine Länder mehr. Hört mir doch mal zu, bitte. Aber Mentor auf 2, Zorulin auf 3. Sollte ein guter Start sein, wenn die Gegenseite nicht sofort den Removal für Zorulin hat. Marshstalker. Den werde ich blocken müssen nächste Runde, aber das ist okay. Noch ein Land, das ist überhaupt nicht okay. Warum ziehen wir... Haben wir 5 Länder auf der Starterin, ziehen 2 Länder nach? Hallo, Statistik? Hilf uns bitte mal, Statistik. Die Gegenseite zieht sofort ihre Lutheran Convocation. Okay. Zumindest hat die Gegenseite noch keine Möglichkeit, Leben dazu zu bekommen. Oh, gosh. Ich weiß auch nicht, ob ich hier hätte angreifen sollen. Aber ich will den ja gegen den Marshstalker traden oder den halt zumindest androhenden Trade. So, kann die Gegenseite noch Leben dazu bekommen? Ist die Frage. Bleiben happy, wenn Zorulin stirbt, kann ich Consumed by Greed machen, um sie zurückzubekommen. Wenn der Mentor stirbt, kann ich den mit Zorulin zurückholen. Also so oder so sieht das eigentlich wie eine solide Runde für mich aus. Wenn beide sterben, okay, muss ich vielleicht was tun. Mehr Länder ist wieder sehr schlecht, aber was willst du machen? So viele Nüsschen, so wenig zu tun damit leider. Aber die Gegenseite hat irgendwie auch relativ ereignisarme Runde gehabt. Aber komm, ich will noch mal hier irgendwelche Non-Lands ziehen, bitte, ne? Ich denke mal, das ist doch an sich in Ordnung. Zumindest gibt der auch kein Leben dazu für die Convocation. Sollen wir ein Food futtern? Brauchen wir eigentlich nicht. Paw Patch Formation für Destroy Target Enchantment, was ich auch sofort tun werde. Zusammen mit Consumed by Greed, weil wir den Mentor auch loswerden wollen. Auch wenn wir nichts zurückbekommen dafür, aber das gibt uns auch einen guten Angriff. Wir hätten auch quasi damit den da habe ich nicht drüber nachgedacht, hätte ich nochmal sagen sollen oder halt durchgehen sollen. Hätten natürlich auch damit den Flieger töten sollen und das Consumer Greed aufheben. Möglich wäre es, aber es hier erlaubt uns ein bisschen mehr. Also das verbietet der Gegenseite einfach, diese Convocation weiter zu nutzen, was ich sinnvoll finde, damit die Gegenseite sich hier nicht mehr rausziehen kann. Provisioner. Der hält uns auch auf, ist nervig, aber wir haben jetzt so viel Removal im Deck, komm, da ziehen wir doch bestimmt was. Komm. Vielleicht auch nicht. Okay. Ich meine, ich könnte hier auch einfach noch blau sagen, um der Gegenseite Angst zu machen, aber ich denke mal, wir tun das nicht. So, er ist im nächsten Combat auch schon groß genug, um in den Provisioner rein anzugreifen.
brauchen eigentlich nur Removal für den, dann sollte das hier laufen. Marshstalker, okay. Nicht furchtbar relevant. Im Gegensatz noch mehr Verstärkung für den Provisioner. Noch ein Mentor. Ja, ich meine, ne, gibt uns weiter Futter. Das schon, aber ist jetzt die Frage, ist der Angriff mit dem Copsberry Cultivator überhaupt so sinnvoll? Weil die Gegenseite einfach doppelt blocken kann. Ich würde allerdings auch beide erledigen damit. Was vielleicht nicht dumm ist, um den Weg freizuräumen. Gegenseite könnt ihr aber auch einen Combat-Tricker. Es gibt diesen Echsen-Trick, der Indestructible und Lifelink gibt. Der würde mich jetzt zugegeben etwas aus dem Konzept bringen. Ich wage den Angriff aber. Wohl wissend, dass der sehr schief gehen könnte. Ich mag es halt gerne, die Action zu forcieren, bevor die Gegenseite noch mehr Combat-Tricks ziehen kann, noch bessere Blocks oder so, ne? Ich halte lieber jetzt das Schlachtfeld sauber, solange ich vorne bin. Ne, die Gegenseite will ja stabilisieren, ich bin vorne. Das heißt, ich will, dass die so wenig Blocker und so wie möglich hat, ne? Es sind auch weniger Ziele für das Schwert, pipapo, ne? Gibt der Gegenseite weniger Optionen beim Blocken. Das sind alles Gründe, die mich dazu bringen, sowas zu machen, auch wenn ich nicht super happy bin. Aber schau euch mal an, ne? Jetzt hat die Gegenseite das Schwert und immer noch die eine Kreatur. Wenn wir ein Removal für die eine Kreatur finden, macht das Schwert nichts. Theoretisch könnten wir sogar versuchen, hier mit einer Two-Turn-Clock zu gewinnen. Das wäre etwas gewagt, aber nicht komplett idiotisch, weil wir mit Zorlin auch ziemlich gut noch mal eine weitere Kreatur zurückholen können. Das sind tatsächlich einige sehr gute Sachen. Und hier holen wir uns den Copsberry Cultivator zurück, weil wir damit quasi eine weitere Kreatur mit 3 Power erzeugen. Die Gegenseite ist ja quasi auf 9, damit 3 mal Schaden von einer Kreatur mit 3 Power tötet die Gegenseite. On board schon so, wenn die Gegenseite nächste Runde nicht eine weitere Kreatur ausspielen oder ein Removal Spell hat, würde ich sie schon töten, weil sie blockt einen 3-3er diese Runde und die beiden und nächste Runde wieder einen. Und ich komme aber mit 2 durch, weil ich jetzt den Cultivator zurückgebracht habe. Deswegen, es sieht jetzt natürlich immer komisch aus, meine Superkarte in diesen 3-4er reinzuschicken, aber der hat nochmal 6 Schaden gemacht und quasi effektiv nichts geändert an dem Kreaturenverhältnis hier. Ich hätte natürlich auch theoretisch, nee, ich hätte ja nicht Moose noch ausspielen können, nee, dann hätte ich natürlich darüber nachgedacht, aber so brauche ich das nicht. Sword of Provisioner, wie gesagt, hilft nicht. Seite muss zusätzlich noch 2-3 Power-Kreaturen davon abhalten, anzugreifen oder halt Schaden zu machen. Good game, ja, das war's.
Naja, manchmal ist es eben absolut richtig, seine Kreaturen zu Chump-Attacken, also ins gegnerische Maul reinzuschmeißen, weil du eben über zwei Runden hinweg dir dann easy den Sieg holen kannst, wie hier. Was heißt easy, ne? Es wäre natürlich auch möglich gewesen, dass die Gegenseite nochmal stabilisiert hätte und wir uns ein bisschen ärgern darüber, dass wir Zorlin weggeschickt haben. Aber die Wahrscheinlichkeit war relativ gering, weil die Gegenseite eben mindestens zwei Sachen gebraucht hätte. Und ja, von daher war das hier eine relativ einfache Entscheidung, das zu machen. Und die Moves in der Hinterhand hat dann natürlich nochmal psychologisch die Gegenseite gebraucht. Nee, Quatsch. So oder so verloren. Sehr schön, dann haben wir das hier geschafft. Dann sind wir schon mal 2-0. Und versuchen jetzt im letzten Match nochmal alles zu gewinnen. Huh? Nochmal alles auf die Eichhörnchen setzen. Dann freue ich mich sehr darauf und wir sehen uns gleich im letzten Match. So, da sind wir in Runde 3. Wir möchten gerne on the play sein. Huh, das lieben wir, so eine Hand. Sehr, sehr gut. Mentor und dann Cultivator. Ich meine, wir haben zwei Mentors, drei Cultivators im Deck. Das konnten wir ja erwarten, dass das mal passiert. Moose wieder als Finisher. Schön, schön. Ja. Forage und Angriff. Für drei. Uiuiui. Nächste Runde Boxer plus Saver. Hoffentlich haben wir ein gutes Ziel für Saver. Aber irgendwann muss die Gegenseite ja mal Kreaturen ausspielen. Vor allem in Rot-Weiß, würde ich sagen. Am besten, wenn du schon in Runde 1 Kreaturen ausspielst. Ah, okay. Das geht natürlich klar. Hop to it. Oh, würde selten vorkommen, dass ich sowas mache, wie das, was hier gerade passiert ist. Auf ein 1-1er ein Removal-Spell schießen, aber der erlaubt dem Vine-Reap-Mentor natürlich im Game zu bleiben. Die Gegenseite hätte auch zur Vorsicht mit drei Tokens blocken können, aber die hätte der Mentor ja auch so erledigt. Also wahrscheinlich gute Idee von der Gegenseite. Bisschen nervig, weil wir für diese Runde nichts zu spielen haben. Wenn wir den Boxer noch triggern könnten oder so, wäre das echt crazy gut. Aber wir können auch das hier machen und ja. Wenn die Gegenseite den Boxer traden will, soll sie es machen. Ich habe ein bisschen gehofft, dass die Gegenseite irgendwie Angst oder Respekt hat vor unserem offenen Mana. Und vielleicht einfach den Mentor blockt oder nix. Aber ja. Banishing Light auf meinen Cultivator geht klar. Jetzt ist nämlich Moose da, um den Job zu Ende zu bringen. Aber ihr seht, dass wir in Runde 5 nichts ausgespielt haben. Das ist ganz schön teuer geworden. So kann das mal laufen, ne? Hatten wir nicht ganz die richtige Anzahl an Ländern. Mal schauen, was die Gegenseite hier mit 4 Mana machen kann. Ich schätze mal, dass die Moose das jetzt zu Ende bringt, aber garantiert ist das natürlich nicht. Sehr schön, dass die halt durch das Flash hier sicher ist vor Vanishing Lights oder ähnlichem. Ja, okay, das war's. Das war's. Die Gegenseite hat nicht genug Toughness, um das zu verhindern. Oh, ich krieg sogar noch den hier. Ja, ja. Uiuiui. Okay, das war ein bisschen knapp. Hätte die Gegenseite noch stabilisiert, hätten wir ein Problem bekommen, weil wir halt sehr viele Länder gezogen haben. Aber so hat es gerade noch gepasst. Banishing Light sehen wir
Und natürlich eine Menge Rabbit-Tokens. Wir sollten davon ausgehen, dass die Gegenseite auch alle Rabbits pumpen kann. Im Moment haben wir nur die Paw Patch Formation. Könnten also noch wieder auf Shareport und oder Early Winter sitzen, um zusätzliche Möglichkeiten zu haben, unsere Banishing Lights, die Banishing Lights zu entfernen, was ich nicht unbedingt dumm finde. Bin halt, ja, die sind halt beide ein bisschen teure Removal Spells natürlich, muss man auch dran denken. Aber ja, man könnte wieder hier so Clifftop Lookout gegen Seedport traden, nehme ich mal an. Hier gibt es ja noch ein Food dazu, ist vielleicht ein bisschen besser als der Early Winter. Wenn er insgesamt billiger ist, kostet dann da nur 5. Und hier insgesamt 7. Ja. Ja, ich denke mal, so lassen wir das. Schön, dass wir hier aber auch sehr direkt entschieden das erste Spiel an uns gerissen haben. Dadurch sind wir in einer bisschen entspannteren Position für das Match als die Gegenseite, die jetzt hier durchaus performen muss. Okay, keine super Hand, weil wir noch nicht das Mana für den Moonrise Cleric haben. Ansonsten wäre die echt ganz gut. Aber zurückschicken kann man die Hand auch nicht. Runde 2 bei den Reap Mentors auch immer herrlich. So tolles Setup für uns. Und es sind 2 Mana, 3 Zweier. Und das Artwork ist auch herrlich schön. Also, na, sehr froh hier. Unser Deck ist schon, funktioniert gut. Ein Brazen Collector, ja, der macht uns ein paar Probleme. Ich habe gestern einen Draft gemacht, wo ich den irgendwie Pick 8 oder so bekommen habe. Fand ich echt Wahnsinn. Weil ein 2-Mana 2-1 First Strike, also der ist nicht nur in deiner Runde, sondern immer hat, ist so schon solide. Und dass der dann halt auch noch extra Mana macht und so. Oh, noch ein Brazen Collector. Ekelhaft. 2 extra Mana nächste Runde und halt die 2-1er First Striker, die wir momentan noch gar nicht blocken können. Wenn, dann müssen wir vielleicht nächste Runde mit Bonebind plus Vine Reap einen Doppelblock machen, der halt extrem schief gehen kann, aber naja. Ist halt so, ne? Ja, die Gegenseite einen guten Start. Bramble Guard Captain kann die First Striker weiter gefährlich machen. Aber will die Gegenseite nicht, okay. Okay, wenn sie jetzt angreifend hat, noch ein 2-Mana-Trick, das wäre echt brutal, aber möglich ist es natürlich. Wie gesagt, wir müssen hier einen von denen blocken. Wir können nicht weiter den Quatsch hier zulassen. Ja. Na, okay. Hoffen wir, dass der Gegenseite jetzt ein bisschen die Puste ausgeht. Wir müssen uns immer noch um diesen Bramble Guard Captain kümmern. Das Mana. Jetzt wird's zum Problem, ha? Huh? Draw Card und Food Token, hm? Das ist das Beste, was wir jetzt machen können, Grant. Ja. Müssen wir wohl machen. Ja, da, okay, da ist das zweite Schwarz. Autsch, autsch, autsch. Naja, dann war unser Draw hier mal nicht so gut. Ist akzeptabel. Dann müssen wir den Food mal benutzen, um... Eieieiei. Ja, die Gegenseite hat wirklich viel Action. Ja. Ja, 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 ja. Es passiert alles. Ja. Au. Au, au, au. Nächste Runde können wir ein
eine von diesen Karten spielen und ein Dings opfern. Okay. Rette uns, Corpsberry Cultivator. Du kannst theoretisch das Board aufhalten, wenn die Gegenseite vielleicht mal ein bisschen out of order ist hier. Da sind noch Sachen, die wir vielleicht zurückbekommen wollen. Deswegen habe ich hier mal ein Food Forage. Wir haben ja eh nur Mana, um eins zu cracken hier. Brazen Collector. Okay. Das heißt, die Gegenseite hat wenigstens keine weitere Action. Das ist schon mal was. Also keine Tricks oder so. Natürlich ein Double Striker. Der Krieg wird nur zu 3 Power Creature. Das heißt, das Consumed by Greed den auch nicht verlässlich töten kann. Ja. Das erledigt uns wahrscheinlich. Wo sind unsere 1000 Removal Spells? Da sind sie, aber viel zu spät. Oh Mann, meine Mana reicht gerade nicht aus, um zwei Sachen machen zu können. Das tut wirklich weh. Okay. Nehmen wir mal an, dass Brambibi. Eigentlich müssen wir das auch jetzt machen, damit wir ordentlich foragen können. Und die Frage ist, müssen wir irgendwas verbergen, damit wir überleben? Ja, müssen wir, ne? Weil die Gegenseite sonst genug Damage hat, um uns zu killen. Oh, was wir vielleicht machen müssen, ist einfach den Bramble Guard Captain zu killen. Dann kriegt die Gegenseite 2, 3, 4, 6 Schaden durch. Weil wenn wir die Shrike Force erledigen, dann. Kann der Bramble God Captain wieder den Collector oder halt irgendwas pumpen und eventuell für Lethal angreifen? You expand four. You may discard your hand if you do draw. Das ist natürlich die perfekte Karte im Late Game noch zu haben, aber hey. Man ist auch noch klar. Komm schon. Komm schon. Moonrise Cleric kann uns ein bisschen vor dem beschützen, aber wir müssen hier auch Head of the Homestead ausspielen, um genug Blocker zu haben. Gehen auf 4 runter. Das ist okay. Jetzt den Pump für alle gezogen. Huh? Ja. Klar. Ich meine, klar war safe, dass die Gegenseite das früher oder später zieht. Ich denke mir nur so, oh, wenn irgendwie jedes Mana ein bisschen günstiger gekommen wäre oder so, ne? Oder die Karten. Wir konnten auch nur Single spellen in jeder Runde und so. Das ist echt blöd gelaufen. Dabei haben wir so viele billige Karten. Naja, aber das kommt vor. Das kommt vor. Vielleicht sollte das ja nur sein, damit es ein bisschen spannender wird. Und jetzt legen wir wieder richtig los im letzten Spiel. Kriegen wieder ein richtig gutes Starthand vielleicht. Ja, das war wie gesagt nur eine Frage der Zeit, bis das passiert. Ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass das nicht vorher schon passiert ist. Ja, das hier behalten wir natürlich.
Mentorenrunde 3, wenn wir dann immer noch nichts gezogen haben, können wir mit der Grotto noch ein bisschen surveillen. Das sind schon genug Länder, danke. Danke, ich habe genug. Ja, Mentorrunde 2 kann ich nicht mit. Nicht dermaßen unzufrieden sein mit. Consumed by Greed, nicht mein bevorzugter Spielzug für Runde 3. Nein, könnte natürlich solide sein, wenn die Gegenseite einen guten 3-Drop ausspielt, wie diesen 3-3er Menace von letzter Runde. Aber ich glaube, es ist schlauer, einfach den Sharepot auszuspielen. Ein bisschen zu surveillen, das ist auch gut. Die Sentries ziehen uns eine extra Karte. Cash Grab kann dann was Gutes suchen. Wir haben Consumed by Greed in der Hinterhand. Also Runde 4, Sentries Runde 5. Cash Grab plus Consumed könnte je nachdem ganz nice sein. Und wir haben noch den Sharepot in der Hinterhand, falls wir brauchen. Das ist verkraftbar, das hier. Ja, hier zu traden wäre jetzt echt dumm. Da wir ja die Sentries haben, die quasi gefahrlos rein angreifen können. Und den Moonrise Cleric. Dann ist es schon ziemlich dumm, den Vine Reap Mentor zu traden. Auch wenn ich das Schlachtfeld sehr gerne frei halte gegen Rot-Weiß insbesondere. Es kommt. Strike Force. Und du willst es nicht auf den ausrüsten. Na gut, okay. Wir könnten die Strike Force ja auch einfach erledigen. Aber ich denke mal, Moonrise Cleric und dann Cash Grab, Ende des Zuges. Und dann können wir schauen, wie wir nächste Runde agieren. Ist auch schön. Es wäre keine Schande, den zu erledigen und anzugreifen. Aber wir kriegen zwei Schaden dadurch raus. Also erstmal warten, was die Gegenseite sonst noch so hat. Der Angriff für 4, der ist natürlich total in Ordnung. Wir hätten auch doppelt blocken können, aber ne. Wer macht das schon gerne in 4 offenes Mana rein? Gegen einen Double Striker doppelt blocken? Ich mache es zumindest nicht so gerne. Da muss ich ganz ehrlich mit euch sein, Freunde. Die Moose kann auch Strike Force natürlich einfach auffressen, theoretisch. Okay, klar. Nehme ich gerne. Klar, wir könnten garantieren, dass wir Moose ausspielen können, wenn wir ein Land nehmen, aber wir müssen das Value hier nicht auf der Strecke lassen. Okay, ich habe hier keine wirklich tolle Option. Shareport of Strike Force. Lässt uns ein bisschen sicherer leben, aber Consumed by Greed tut's eigentlich auch. Ich könnte also auch einfach meinen Mana offen lassen und Consumed by Greed benutzen, wenn die Gegenseite angreift und eventuell halt irgendeinen Unsinn macht. Ja, okay. Ja, dann machen wir das. Gespannt, was die Gegenseite jetzt tut. Ja. Bramble Guard Captain.
Jetzt kann ich natürlich nicht erst doppelt blocken und dann Consume by Greed machen, wenn die Gegenseite reagiert. Und 8 Schaden nehmen, um hier zu verbergen bis zum Ende des Zuges, dass ich den erledigen kann, ist für mich auch keine Option. Aber der Captain ist natürlich sehr nervig und ich hoffe, dass wir den loswerden können. Vielleicht erledige ich den einfach mit dem Sharepod. So, jetzt haben wir schöne Angriffe. Jetzt haben wir den Spieß umgedreht. War ein bisschen teuer, hat ein bisschen gedauert, aber ja, das gegnerische Board ist nicht mehr so furchteinflößend wie mit Bramble Guard und Shrike Force. Wir haben Flieger am Start. Wir haben ziemlich gute Sachen in der Hinterhand. Ich fühle mich zuversichtlich. Wenn wir noch eine weiße Quelle ziehen, können wir Sorlin und sofort den Sharepod zurückholen. Das wäre ja auch nicht schlecht. Jolly Gerbils. Whenever you give a gift, draw a card. Gut. 4 Mana offen halten oder 3 Mana offen halten. Ich weiß auch nicht gut genug Bescheid, was die verschiedenen Sachen machen, muss ich zugeben. Oh, ach verdammt, die gibt ja, die lässt den ja quasi alles blocken von uns. Das ist nervig. Aber jetzt hier ein Polywallop einzusetzen für den kleinen Angriff, ist nicht furchtbar schlecht, aber können wir noch viel mehr mit rausholen mit Head of the Homestead und die Gegenseite hat Mana offen. Da muss ich auch nicht unbedingt reinspielen. Ja, jetzt hätte ich schon langsam mal gerne das sechste Mana für die Moose, wenn die hier wäre. Dann würden wir uns richtig schön wohlfühlen. Aber es ist auch nicht unwahrscheinlich, dass die Gegenseite noch ein Removal-Spell aufgehoben hat für eine einzelne, besonders problematische Kreatur, was ja on board keine von uns ist. Okay, das Board der Gegenseite füllt sich ein bisschen zu sehr für meinen Geschmack. Aber wir haben jetzt Moose in der Hinterhand. In die Gegenseite hier ein paar lustige Sachen versucht. Ist ja auch nur plus 2, plus 1 auf alle. Moose! Moose! Okay, und jetzt können wir Herbalist plus Polywallop machen. Extrem geil. Ich hätte auch stattdessen mit einem Death Touch Rabbit angreifen können. Ja, klar. Hä? Ist ja mega. Es gibt noch einen Food. Da sage ich doch nie nein. Wer sagt denn da nein? Okay. Bam! Moose, 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 Moose! Die Moose hat den Sieg gebracht. Gut, wir hatten jetzt aber auch Glück, dass die Gegenseite wohl ein bisschen gefloodet ist hier. Ich habe ja schon eigentlich irgendwie damit gerechnet, dass da jetzt der Pump auf alle ist. Aber dann hätte die Gegenseite letzte Runde angegriffen in meine Galen Moose rein. Huiuiui, aber sehr gefährliches Deck, ne? Wir sehen, da mussten wir schon aufpassen und dann so ein Hop-Tuit. Ne? Wenn man diesen Hasenpump dann am Horizont sieht, das
kann einen manchmal ein wenig ins Schwitzen bringen. Allerdings, Head of the Homestead ist ja auch wirklich super da drin. Einfach das Board dicht machen. Und die Gamut Moose ist gerade auf der gegnerischen Seite. Wahrscheinlich ist das ein Bug, weil die Gegenseite gerade aufgegeben hat, als der irgendwie nach vorne gerückt ist, aber das sollte nicht da sein. Ja. Elchi hat aber wirklich hervorragend seine Rolle als Finisher gespielt, muss ich sagen. Ich war ja, als wir das Deck am Anfang eingeschätzt haben, ein bisschen kritisch deswegen und dachte, ja, der ist zwar ziemlich gut mit Trample und allem, aber der fliegt ja auch nicht. Zu dem Zeitpunkt könnte auch das gegnerische Board schon ganz schön dicht sein. Aber hey, der hat's absolut abgeliefert. Bin sehr froh. Also ich meine, klar, die Vinebreed Mentors, ein 2-Mana 3-2er mit Bonus, mit mehreren Boni, ist jetzt keine Überraschung, dass der gut funktioniert. Boah, Irene hat echt ein paar Fehler im Moment, ne? Zeigt jetzt die Karten nicht richtig an, wie ich es gerne hätte. Der ist mir ziemlich egal, ne? Die Karte kannst du wirklich... Kannst du reinmachen, wenn du zu wenig 2-Mana-Kreaturen hast, aber der ist nicht wichtig. Die Fähigkeit ist einfach zu teuer von dem, als dass sie wirklich relevant ist. In den meisten Spielen, ne? Jetzt nicht irgendwie sagen, ja, aber was ist denn, wenn ich eine Million Mana habe und Boardstall ist, klar. Dann kann der was tun. Aber ist immer noch sehr, sehr teuer. Und in allen anderen Umständen würdest du viel lieber eine Karte haben, die was anderes macht, was ein bisschen mehr Board Impact hat. Die Paw Patch Formation war fantastisch. Also ich hätte lieber mehrere von denen gewollt, habe ich den Eindruck. Und dabei war ich ja noch ein bisschen kritisch, die ins Main Deck reinzunehmen. Aber Paw Patch Formation war gut, Cash Grab war gut. Ja, du und Mentor einfach für uns als Squirrel Deck, als Setup. Aber auch an sich, also wie gesagt, klar, dass der gut ist. Das ist einfach nur ein 2-Mana 2-2er in Common, aber der gibt auch genug Value, meiner Meinung nach. Also das Food Token, vor allem wenn du irgendwo foragen kannst, ist das nett, aber auch sonst sind es einfach irgendwie 3 Leben irgendwann später. Und dass der halt auch zum 3-3er werden kann, dadurch bleibt er ein bisschen relevant, auch im späteren Spielverlauf. Definitiv eine schöne Füllerkarte. Davon hat Grün aber wirklich eine Menge. Ne? Gucken, die Karten, die ich jetzt hervorhebe, sind auch häufig grün. Ja. Von den Commons ist mir jetzt sonst nichts besonders krass aufgefallen. Also der Cultivator, wir haben die Unterstützung für den, dann funktioniert der auch. Ist natürlich aber, wenn du ein Deck bist, was nicht wirklich irgendwie auf Forage ausgerichtet ist, ist es natürlich auch nichts Tolles, klar. Der Moonrise Cleric, finde ich, ist auch eine sehr solide Füller-Kreatur für jedes Deck, was ihn ohne allzu viele Probleme spielen kann. Wir haben manchmal Probleme bekommen, wenn wir nicht genug Swamps oder Plains hatten, aber in der Regel konnten wir den auch gut genug unterstützen. Ja, ich meine, der ist natürlich auch ganz eindeutig für dieses Gain or Lose Life Deck gedacht, aber ein 3-Mana 2-3er Flieger, der dir ein bisschen Leben dazu gibt, da ist wirklich nichts verkehrt dran und einige Decks sind eben schwach gegen Flieger, wodurch ich ganz happy bin mit ein, zwei Fledermäusen in meinem Deck, ne? Ja, jetzt habe ich ansonsten nicht so viel zu sagen. Saver hat nicht immer so ganz das gemacht, was ich davon wollte, aber eigentlich gut genug. Ja, du musst es halt manchmal als Kampftrick benutzen, weil -2/-2 dann doch nicht ganz genug ist. Aber ja, ich meine, wenn du damit halt was Ernstzunehmendes entfernen kannst und ein Food extra bekommst, das ist natürlich cool. Ja, aber das hier sind eher Karten, die mir jetzt, oh, Cash Grab ist ja auch ein bisschen speziell sozusagen auf unser Deck ausgerichtet, ne? Also, was mir allgemein gut gefällt, sind auf jeden Fall die 3 Karten noch und Moose natürlich. Das Moose. Turtle Hunger haben wir komischerweise gar nicht gezogen.
Aber ist natürlich eine gute Karte. Ohne Frage. Muss man nicht viel Spucke drauf verwenden, ne? Poliwollop wird dadurch gerettet, dass es Instant Speed ist, aber es ist einfach ein bisschen zu teuer. In meinen Augen. Jo, dann ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt, mit mir ein bisschen die Eichhörnchen hier weiter erkundet habt. Ich bin jetzt in Urlaub. Könnte also sein, dass ich jetzt nicht ganz so viele Videos nach raushaue in der nächsten Woche, aber ich habe auch noch Sommerferien, also ein paar Videos zu Bloomburrow solltet ihr erwarten können. Vielleicht schaffe ich es auch noch, was voraufzunehmen, sodass dann doch der Content weiterläuft. Aber ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet eine Menge Spaß. Schaltet wieder ein und versucht es auch mal im Bloomburrow. Ich war auch schon beim Pre-Release, das in echt draften. Ich habe jetzt für meine Neffen, die ich im Urlaub sehe, auch noch Pre-Release-Kits besorgt, dass wir da noch mal ein bisschen uns ein paar süße kleine Tierkärtchen um die Ohren schlagen können. Ja, ich finde, das Set hat echt einen tollen, besonderen Flair, vor allem durch das Artwork. Ansonsten bin ich nicht der größte Fan, ehrlich gesagt, von so Creature, von so Tribal Decks. Na, also, dass du halt, ja, eine große Anzahl Squirrels oder Birds oder Rats oder sonst was haben willst. Aber die Decks sind ja, das finde ich, habe ich in meinem Set Guide ja eigentlich auch gezeigt, die Decks sind viel mehr mechanisch ausgerichtet, als dass die Tribal ausgerichtet sind. Also, ne, wie gesagt, bei Skrulls, da geht es ums Foragen, da geht es darum, dass wir Karten in den Friedhof bekommen und Food erzeugen, um von unseren Forage-Karten zu profitieren. Und Skrulls spielen nur eine wirklich kleine Rolle. Es gibt kaum Karten, die jetzt wirklich dich für die einzelnen Kreaturentypen belohnen. Es gibt aber zum Beispiel auch welche, die belohnen dann gleich alle Kreaturentypen in der Farbe. Zum Beispiel dieser Valley Floodcaller, den wir auch gesehen haben, ne? Der halt alle blauen Kreaturentypen verstärkt. Und das ist natürlich viel flexibler so gesehen. Und deswegen, ich finde, dass da haben sie einen ziemlich guten Kompromiss gefunden, aus halt Tribal Decks, die aber halt nicht zu sehr davon abhängig sind, dass du halt wirklich ja, nur diesen einen Kreaturentypen spielst, sondern Karten hast, die genau diesen einen Kreaturentypen verstärken oder halt Boni bekommst, wenn du die ausspielst. Gut, jetzt habe ich ja doch nochmal geredet am Ende, obwohl ich mich schon verabschiedet habe. Ne? Ist natürlich immer peinlich, ne? Wie wenn man irgendwie sich schon umarmt hat oder die Hand gegeben hat und dann quatscht man doch nochmal und muss sich nochmal verabschieden. Aber ist jetzt halt so. Da stehen wir noch irgendwie durch diese Schande. Und dann, wie gesagt, viel Spaß bei eurem ganzen Kram. Schaltet wieder ein. Bleibt geschmeidig.